Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video über WingWave und wie du mit WingWave punktgenau all deine Blockaden auf verschiedenen Ebenen, sei es emotional, energetisch, mental oder körperlich, wie du die punktgenau und blitzschnell auflösen kannst. Also wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran, denn das wird mega, mega spannend. Du siehst es, ich bin auf Mallorca, auf meiner Lieblingsinselperle und ihr seht es im Hintergrund, es ist wie immer traumhaft schön hier. Und ich habe mir überlegt, dieses Video zu machen, weil ich so viele Anfragen und Rückfragen immer wieder bekomme. Sonja, sag doch mal, wie genau funktioniert das eigentlich? Was passiert da und warum haben die Leute bei dir so einen grandios schnellen Erfolg und vielleicht bei anderen nicht so? Also was ist eigentlich so das Geheimnis, wenn du jetzt in diesem Fall mit WingWave arbeitest? Und vielleicht zwei Worte zu mir für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Sonja Volk, bin WingWave-Lehrtrainerin, das heißt, ich bilde auch aus. Ich bin eine der ersten WingWave-Coaches somit unter, die das in Deutschland gemacht hat und somit schon lange am Start und liebe es einfach, Menschen damit auch zu begleiten, zum Beispiel auch Traumata aufzulösen oder Alltagssituationen wie vor einer Prüfung, wenn du Prüfungsangst hast oder Stress damit hast und die einfach nur mit einer guten Note bestehen möchtest, dich bei sowas zum Beispiel zu unterstützen. Das Geniale ist, dass die Einsatzmöglichkeiten unbegrenzt sind. Also ich persönlich unterstütze ja hauptsächlich eben Frauen dabei, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen. Das heißt, mit dem sie wirklich jährlich Millionenumsätze machen. Das heißt, da muss der Kopf mitspielen, ja, dass du aus diesem Klein- und Mangeldenken rauskommst und dir erstmal erlaubst, jetzt in dem Fall bei dem Businessbeispiel, siebenstellige Jahresumsätze zu generieren. Und auch da arbeite ich an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gerne mit WingWave, weil du punktgenau herausfinden kannst, was ist die Blockade im Unterbewusstsein, die verhindert, dass du bestimmte Dinge machen kannst oder die verhindert, dass du bestimmte Dinge auch mal sein lässt. Also zum Beispiel, dass Menschen sich trauen, ein Live-Video zu machen, was sie sich bis jetzt nicht getraut haben, oder dass sie ungünstige Verhaltensweisen, wie sie dann immer selber sagen, einfach mal loswerden wollen. Ja, das heißt, dass sie zum Beispiel nicht immer Ja zu allem sagen, obwohl sie Nein meinen, sondern dass sie authentisch ihre Wahrheit sprechen können. So, ich will euch einen Überblick geben, wie funktioniert WingWave. Ich könnte darüber jetzt 6 Stunden reden oder auch deutlich länger, aber ich versuche es in Kürze auf den Punkt zu bringen. Es ist ein punktgenaues Blockadenlöse-Coaching. Ja? Und das Wichtigste ist, wir arbeiten mit einem sogenannten Myostatik-Test, also einem Muskeltest an der Hand, der, und jetzt kommt es, wissenschaftlich beforscht ist von der Sporthochschule Köln, was natürlich mega genial ist, gerade für Menschen, die vielleicht ja einfach nochmal so ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund dazu wichtig finden. Und sich dann vielleicht auch besser auf Dinge einlassen können. Also gerade für die, ich sage es immer, Kopfmenschen, unheimlich geil, weil es ist egal, ob du dran glaubst oder nicht, es funktioniert einfach mega geil. Also ganz kleiner Exkurs, wie funktioniert unser Gehirn neurobiologisch, wenn ich es ganz, ganz, ganz stark vereinfache. Und ich weiß, ich bin psychologische Beraterin, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich habe ganz viel Hintergrundwissen, nur mir ist immer wichtig, dass ich dich nicht mit Fachchinesisch zuwerfe, sondern das so erkläre, dass möglichst jeder das sofort verstehen kann. Deswegen stark vereinfacht, unser Gehirn besteht aus 2 Hirnhälften, einer linken und einer rechten. Und die linke Hirnhälfte speichert alles ab, Zahlen, Daten, Fakten. Also das ist das, was wir kognitives Denken, Ratio nennen. Und die rechte Hirnhälfte speichert alles ab, was mit deinen Emotionen zu tun hat. Kriegt quasi ein Plus- oder Minusklebezettel, je nachdem, ob die Sache, die du erlebt hast, schön war oder eben nicht. Jetzt kommt das Trickige an der Sache. Links und rechts arbeiten nicht immer optimal zusammen. Ein bisschen wie in einem Unternehmen. Manchmal weiß links nicht, was rechts tut. Oder umgekehrt. Das Gute ist, du kannst das ändern. So, das heißt, normalerweise ist das älteste Stressmanagement, was die Natur von sich aus eingerichtet hat, der Schlaf mit der sogenannten REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement, heißt schnelle Augenbewegung. Und falls du schon mal Kindern oder anderen Menschen beim Schlafen zugeschaut hast, hast du das vielleicht beobachtet, dass dann die Pupillen immer so schnell unter den geschlossenen Augen hin und her flitzen, wenn die in der sogenannten Traumphase, REM-Phase sind. So, und diese REM-Phase, die ist dafür zuständig, Stress, den wir tagsüber hatten, egal ob emotional oder körperlich oder auf welcher Ebene auch immer, zu verarbeiten. Es gibt aber diverse Gründe, warum die REM-Phase manchmal nicht wie gewünscht funktioniert. Will ich hier auch gar nicht näher drauf eingehen, weil sonst haben wir dieses 6-Stunden-Video. Auf jeden Fall können wir jetzt rausfinden, was ist die Ursache von dem Thema, was du hast. Also als Beispiel, warum traue ich mich nicht, ein Live-Video zu machen? Und nicht nur rausfinden, woran liegt das, weil
dann hast du zwar eine Erklärung, aber immer noch keine Lösung, sondern jetzt auch direkt innerhalb von ganz kurzer Zeit das Thema auflösen. Das heißt, mit dem Myostatik-Test befragen wir dein Unterbewusstsein und das, was auf Zellebene abgespeichert ist. Was ist das Problem? Was ist der Minusklebezettel? Das ist die Aufgabe von mir als Coach. Und du sagst vorher das Thema und das Ziel. Und das Geile ist, dass ich persönlich sehr, sehr blitzschnell da drin bin, weil ich nicht nur klassisch nach dem Aussagenbaum teste, der in dieser Methode vorgesehen ist, sondern ich bin hellwissend und hellfühlend. Das heißt, ich nutze natürlich auch diese Fähigkeit, die ich nun mal habe, um zack mit Lichtgeschwindigkeit den Volltreffer beim ersten Mal zu versenken, was natürlich diese Geschwindigkeit da reinbringt und eben auch dazu geführt hat, dass es diverse Auszeichnungen dafür gab, weil ich sehr, sehr, sehr schnell on point bin. On point und nicht drumherum geeiert. So, wenn du jetzt also weißt, okay, dass ich zum Beispiel diese Angst vor der Prüfung habe und mich das so lähmt, dass es nicht eine normale Angst ist, sondern dass ich hier schon Schweißausbrüche kriege und schon halb am Kollabieren bin und ich möchte die gerne loswerden, nur um eins von 10.000 Beispielen zu nennen, dann ist ja jetzt erstmal wichtig zu wissen, okay, was ist in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, was ist damals passiert, was jetzt zu dieser Reaktion führt, weil eine Sache ganz wichtig, unser Unterbewusstsein meint es gut mit uns. Ja, weil es will uns vor einer potenziellen Gefahr schützen. Und wenn wir schon mal irgendwas erlebt haben, was bedrohlich war, aus Abspeicherungsgründen so, dann versucht unser Unterbewusstsein, uns davor zu beschützen, den gleichen Scheiß nochmal zu erleben, um es mal ganz platt auszudrücken. Heißt, ich hatte zum Beispiel einen Klienten, 54 Jahre alt, der ist seit 20 Jahren im Management unterwegs, hält perfekte Vorträge, Reden und sonst was. Und er kam zu mir und sagt: Frau Volk, ich kann auf einmal keine Rede mehr halten. Ich fange an zu stottern, ich fange an zu zittern, mir fehlen die Worte, ich habe Blackout, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und wir haben innerhalb von 5 Minuten mit dem Myostatik-Test rausgefunden, was die Ursache war. In seinem Fall, ganz lustige Geschichte, zumindest mal zum Erklären auch für andere. Es war so, dass die bis jetzt im Stuhlkreis gesessen haben, wenn sie Vorträge oder wenn sie was erzählt haben und über die Woche reportet haben. Jetzt haben sie ein neues Büro bekommen und ein schickes Whiteboard gehabt und haben gesagt, okay, jeder, der vorträgt, geht an dieses Whiteboard und zeigt auch gleichzeitig, ja, wem wie die Woche war. Sollte man meinen, ist ja kein Problem, ist ja dasselbe. Das Ding ist, jetzt kommt die Geschichte. Wir haben also blitzschnell rausgefunden, das Problem war, dass mein Klient als Kind mit 6 Jahren im Mathespiel das Problem hatte, dass er nicht gut in Mathe war. Und alle anderen Kinder, da gab es dieses Mathe-Spiel, das heißt, derjenige, der die Lösung hat, darf sich schon hinsetzen, die anderen müssen stehen bleiben. Er stand als letztes Kind und sein Mathe-Lehrer plus alle Mitschüler haben mit dem Finger auf ihn gezeigt und ihn ausgelacht, weil er als letztes stand. So, Sprung ins Hier und Jetzt. Was hat das denn bitte mit Redeangst als erwachsener Mann mit 54 zu tun und warum kommt die jetzt? Und das möchte ich dir erklären, damit du verstehst, was ein sogenannter Trigger ist, also ein Auslöser. Hupala. Und der Auslöser ist dir meistens in ganz vielen Fällen nicht bewusst, sondern unterbewusst. Aber den finden wir eben sehr schnell raus. Das heißt, in seinem Fall war es so, dass abgespeichert war, wenn die anderen sitzen, ist es für mich peinlich. Ja, Schulsituation. Bis jetzt haben die alle in einem U gesessen, wenn sie den Vortrag oder reportet haben. Jetzt musste er vorne stehen und die anderen Kollegen saßen im Stuhlkreis. Das heißt, Gehirn sagt: Oh Gott, das war die Situation. Ich habe gestanden, die anderen haben gesessen. Das war das, wo es peinlich wurde. Das war das, wo ich mich blamiert habe. Merkt ihr was? Das ist so mega krass, ja? Also unser Gehirn will uns potenziell beschützen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Stunde später, wir haben das Ding aufgelöst. Am nächsten Tag habe ich ein WhatsApp-Video bekommen, wie der freudestrahlend vorne steht und von einem Kollegen gefilmt wurde und wieder reden kann. Ja, er kann es wieder. Und das ist nur eine von Erfolge zum Wundern, also Geschichten. Ich schreibe mal irgendwann ein nächstes Buch darüber, was man alles so machen kann. Was ich euch hiermit weitergeben möchte, ist einfach so, dass ihr euch nicht falsch macht dafür, wenn an irgendeiner Stelle eine scheinbare Blockade kommt. Weil Menschen sehr gerne anfangen: Oh Gott, ich habe schon so viel an mir gearbeitet, wie konnte das passieren, das darf nicht passieren, was soll das und so weiter. Wenn du anfängst zu verstehen, wie dein Gehirn funktioniert, dass es für dich ist und dass es nur darum geht, den Trigger, den Auslöser zu finden und den zu verarbeiten, ja, also eine emotionale Verarbeitung im Gehirn herzustellen, in dem Moment ist es easy. So, und das tun wir nachher mit dem Nachstellen der REM-Phase. Das heißt, ich als Coach winke vor seinen Augen hin und her und leite so quasi die Augenbewegung und damit das Nervensystem.
das Nervensystem verarbeitet dann diesen Stress, der da noch von damals hing. Ja, 6 Jahre Kind. Du bist eben nie in dieser Situation gewesen, sondern immer nur irgendwie im Sitzen und in anderen Konstellationen. So, das heißt, das ist so mega geil und wirklich on point, weil das Winken, und das kennen viele aus dem sogenannten EMDR, früher sehr viel in der Traumatherapie eingesetzt, so in den 70er Jahren. Das Thema war nur, dass du nie wusstest, bin ich am richtigen Punkt. Und durch den Muskeltest, den wir dazu nehmen, der wie gesagt ja auch noch wissenschaftlich beforscht ist, kommst du in Lichtgeschwindigkeit on point. Ja, und wie geil ist das bitte? Das heißt, es ist ziemlich egal, um was für Themen es geht. Zumindest ist es bei mir egal, weil ich sehr vieles damit schon aufgelöst und bewirkt habe, von Brückenangst, Spinnenphobie, Redeängsten, Umsatzsteigerung, dass wir erstmal geprüft haben, okay, ist denn dein Umsatzziel, was du dir vorstellst, ist das überhaupt kongruent, dass du es dir erlaubst? Also du kannst auch Glaubenssätze zum Beispiel damit bearbeiten oder erstmal testen. Ist das stimmig? Ist das Umsatzziel zum Beispiel, ist das überhaupt stimmig, dass ich mir das innerlich von meinem Unterbewusstsein her erlaube? Weil wenn nicht, rennst du gegen Windmühlen. Ja, also ich könnte dir 20.000 Beispiele geben, mache ich vielleicht mal ein extra Video drüber, Einsatzmöglichkeiten von Wingwave. Hier ging es mir erstmal darum, dir ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen und einen Einblick zu vermitteln oder einen Eindruck zu vermitteln. Es darf schnell gehen, weil wir haben blöderweise gesellschaftlich eine Sache gelernt, es muss lange dauern, Therapie ist das und dieses und jenes. Und glaubt mir, ich habe viele Therapieverfahren gelernt, ich habe insgesamt 15 Ausbildungen in den verschiedensten Bereichen. Wingwave ist einer der schnellsten Sachen, wenn es wirklich um wissenschaftliche Dinge geht. Ja, ich mache auch noch Energiearbeit und andere Dinge, die auch nochmal vielleicht ein Turbo sind. Aber wenn du was haben möchtest, was du auch kognitiv gut nachvollziehen kannst, wo du sagst, okay, ich verstehe das jetzt auch, kann ich dir nur sagen, richtig, richtig geil. Und ich wollte dir mit dem Video einfach einen Überblick geben und auch eine Inspiration, dass du dich mit keinem Thema rumschleppen musst. Egal, ob es ein Beziehungsthema ist, ob es ein Thema im Sport ist, dass du ein Ziel erreichen willst, ob du ein Umsatzziel erreichen willst, ob du einfach sagst, okay, keine Ahnung, ich stelle fest, dass ich ein bestimmtes Muster habe, dass immer das und das passiert in bestimmten Situationen oder von jeglichen Ängsten oder Traumata. Und ich möchte einfach an der Stelle nochmal klarstellen, was ein Trauma ist, weil das ist in Deutschland ein Wort, was sehr oft falsch verstanden wird. Ein Trauma heißt nicht, dass ich immer in einer Kriegssituation gewesen sein muss oder in einer lebensbedrohlichen Situation. Ein Trauma heißt schlichtweg, dass du eine emotionale Stressreaktion auf etwas hast, was emotional schwerwiegend war. Das heißt, wir haben alle sowohl auch ein kollektives Trauma mitbekommen als auch individuelle. Das heißt, es geht nur darum, diese Emotionen zu verarbeiten, damit du wieder fühlst, oh, geil, endlich wieder Leichtigkeit, endlich wieder ganz bei mir, endlich wieder Selbstsicherheit, Stärke und so weiter. Wenn dir das gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Kanal, weil hier wird es demnächst wieder noch mehr Live-Videos geben. Und du kannst auch, wenn du oben Sonja Volk und Wingwave eingibst, schon alle bestehenden Videos zu Wingwave dir anschauen, um das noch weiter zu vertiefen. Und wenn du Fragen hast, schreib gerne hier unten ins Kommentarfeld rein, was deine Frage dazu ist. Dann mache ich gerne weitere Videos dazu. Und wenn du sagst, ich möchte es gerne machen, hätte gerne eine Session, melde dich einfach. Ja, ich schreibe auch meine E-Mail-Adresse unten drunter, info@sonja-volk.com. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir damit ein Beitrag sein durfte und du ein bisschen mehr verstanden hast, hey cool, so ist das, und auch so ein bisschen Überblick, was du machen kannst. In dem Sinne freue ich mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen.